Benannt. Ja, toll. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nörmt, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Nörmt. Zweite Ausgabe. Ja. Und das Schöne ist, meine Damen und Herren, Sie sehen es, mein Bruder Sebastian Hengstmann hat eine zweite Krawatte. Ist das der Hammer für alle, die gestern zugeschaltet haben? Vorgestern. Für mich war es wie gestern. Schön. Nein, wir freuen uns total. Ja. Es ist total schön, dass Sie wieder dabei sind heute. Und zwar, wir haben es ja schon angekündigt in einem Vorteaser, einer Ankündigung, dass wir wollten ja eigentlich monetarisieren, wie das heutzutage so schön heißt. Das heißt, das hinter einer Paywall verstecken, dass Sie, und das haben wir jetzt uns überlegt, das machen wir nicht. Ja, warum auch? Es haben mehrere tausend Leute zugeguckt. Es waren 120, aber... Es waren aber letztendlich, wenn man das jetzt mal so sieht, wenn man es sehen muss, waren es mehrere tausend. Und was wollen wir von diesen mehreren tausend? 1 Euro haben, das ist doch bekloppt. Dann spendet doch einfach. Das kann man machen. Und zwar einfach, wir blenden es auch gleich nochmal ein, unter kompakt.media/nörmt. Falls Sie nicht wissen, wie das geschrieben wird, da steht es nochmal. N-O-A-H-M-T. Sehr schön, er kann lesen. Ja. Genau. Nörmt. Also, das habe ich auswendig gelernt. Kompakt.media/nörmt. Da können Sie spenden. Das geht einerseits über PayPal, wenn man das sagen darf. Ja. Das ist ja ein Bezahlt, gibt es auch noch Apple Pay. Und ja, kompakt, bla, bla, bla. Muss ja immer sozusagen... Der Hauptsache, die Kohle kommt. So. Sie können aber auch überweisen. Das geht auch, das steht alles, wenn Sie auf kompakt.media/nörmt. Sie können aber auch, wenn Sie möchten, Ihre Goldsäcke mit der Postkutsche in den breiten Weg bringen. Das geht auch. Ja. 114a. Breiter Weg, Nordabschnitt 114a. Da steht gegenüber vom Knecht. Da steht ein Knecht draußen, der wird das dann bucklig abladen und dann den Gästen, den Kulturschaffenden in dieser Stadt zur Verfügung stellen. Und das ist nämlich, das ist der Gag dieser Livestream-Sendung. Also wie gesagt, live auf Facebook oder halt am nächsten Tag auf YouTube kann man das dann auch nochmal nachschauen. Der Gag ist, das Ziel, die Pointe ist, wir wollen die Kulturschaffenden, die unter dem Lockdown leiden, wollen wir hier unterstützen damit. Das heißt, ihre Spendengelder, aber natürlich auch die Sponsoren. Wir haben auch einige Sponsoren. Es ist ja immer so ein bisschen blöd, wenn man die Sponsoren auch nochmal immer so nach außen kehrt. Ja, also jetzt, Wobau, MWG, Mediamarkt, Rewe, Volker Brandt und die Stadtsparkasse Magdeburg. Aber das muss man ja nicht immer wieder erwähnen. Ja, weil das ja auch erst die Ersten sind, die sozusagen sponsern wollen. Da kommen ja noch viele, viele nach, meine Damen und Herren. Aber wenn Sie sponsern wollen, können Sie das auch machen, wie gesagt, unter kompakt.media/nörm. Da wird Ihnen alles Weitere erklärt, wie Sie sozusagen die Kulturschaffenden unterstützen können. Ich sage mit Absicht jetzt nicht mehr notleidende Kulturschaffende. Warum? Naja, wir leiden ja nicht Not. Also zumindest, also wir haben einfach ein Produkt, was wir anbieten wollen und wir dürfen es nicht zeigen. Das ist das Problem. Genau. Ja, und damit können wir natürlich auch kein Geld verdienen. Ja, ich meine, den Fliesenleger verbietet ja auch niemand, Fliesen zu legen. Ja, der kann ja sogar Corona-infiziert in einem Haus irgendwo alleine seine Fliesen verlegen, was ja auch wichtig ist. Aber für den Kulturschaffenden ist das halt schwierig. Ja, und darum haben wir, also hat Kompakt Media sozusagen, hat diese... Die Postkutschenannahmestelle ist draußen bereit, der Bucklige steht und wartet auf ihre Goldsäcke, meine Damen und Herren. Und das Spannende ist ja, dass wir die zweite Sendung, wie gesagt, dem großartigen Gast Stefan Michme, wenn ich das nochmal... Stefan Michme ist heute hier. Stefan Michme ist heute zu Gast. Alter, da war ich 14 und fand ihn. Genau. Und nein, ich habe ihn wirklich ganz tief beneidet. Genau. Er hat der Rock am Ring. Der Rock am Ring, der war bei Viva 2 Overdrive. Die ganzen Sendungen meiner Jugend hat er überall gespielt. Und da waren wir alle so stolz. Pop of the Tops. Top of the Pops. In so einem Strickpulli mit blonden Haaren. Ich dachte, der ist auf Speed, obwohl ich damals gar nicht wusste, was Speed ist. Aber da kommen wir noch zu, meine Damen und Herren. Das ist nämlich das Thema, ja. Heute senden wir die zweite Sendung und es ist interessanterweise heute Freitag der 13. Das muss man einfach mal sagen. Heute ist der 13.11. Freitag der 13. Das ist ein Unglückstag. Das sind Tage, nach denen sozusagen auch Horrorfilme benannt wurden. Ja, wobei ich, wenn ich Freitag der 13. der Horrorfilm, viel schlimmer fand ich immer die Fortsetzung. Was? Samstag der 14. Wieso? Na, die arme Putzfrau. Jawohl, Otto, dieser Gag sponsert bei Otto Walkes, meine Damen und Herren. Ja. Es ist einfach so, es ist ein Pechtag. Für viele ist Freitag ein Pech. Aber wir, meine Damen und Herren, heute hier bei Nörmt, wir haben ein Riesenglück. Ja, denn wir haben ihn am Piano. Oliver Vogt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Psst.
Applaus. Ich auch. Moin. Also was machst du da? Ich lese gerade die ganzen Kommentare vor bei Facebook. Ihr könnt ja alles live reinkommentieren. Man kann diese Sendung live kommentieren, ja, bei Bruder. Facebook. Natürlich das bei Facebook. Ist ja interessant. Und das Schöne ist, meine, die schönsten Kommentare, die lustigsten, die lesen wir vor. Alle anderen erst recht. Ja. Nein, das Schöne ist, also wenn Sie uns jetzt gerade live auf Facebook zusehen, wenn Sie das möchten, dann können Sie uns live kommentieren unter dem Facebook. WSM muss man vielleicht, gut, wenn Sie es jetzt gerade sehen, sind Sie ja auf WSM. Richtig. Aber also WSM, wir sind Magdeburg. Ja. Aber vielleicht sagen Sie es weiter, schreiben Sie WSM, da läuft gerade enorm Livestream, da kann man das alles live kommentieren. Genau. Olli, hast du dein Smartphone dabei, dass du das live kommentieren kannst? Nee, in der Garderobe. In der Garderobe. Schade. Und Olli ist der Einzige, der hier eine Garderobe hat. Das muss man einfach mal sagen. Wir sitzen, seit Mittwoch sitzen wir hier. Ja. Wir sind auch gar nicht nach Hause gefahren. Nee, ich habe einfach eine andere Jacke, er hat sich einen anderen Schlips umgebunden und jetzt sitzen wir hier. Und warten. Krawatte bitte. Krawatte. Weißt du übrigens, von wem ich die Krawatte habe? Von Beate Use? Nee, ich glaube von dir, oder? Nein. Nee, das war eine goldene. Du hast mir mal eine goldene Krawatte geschenkt. Ja, das war meine Hochzeitskrawatte. Da war ein Fleck drauf. Dachte ich, kriegt mein Bruder. Das ist nett von dir. Sie merken, Wissen ist ja auch immer wichtig. Wir haben ja harte Zeiten. Es ist ja Corona. Frau Merkel hat heute noch mal gesagt, dass uns ein harter Winter bevorsteht. Ja. Frau Merkel hat gesagt, uns steht ein harter Winter bevor. Und wir sollen bitte alle ganz, ganz lieb sein. Ganz lieb. Ja. Letztendlich hat sie nichts anderes gesagt als... Wir schaffen das. Ja. Ist das ist wichtig, ja. Wir schaffen das. Ich habe das übrigens, ich habe jetzt einen kleinen digitalen Synthesizer, wo ich so Sounds gespeichert habe. Die Zuschauer vom Mittwoch werden das wissen. Und ich habe gesucht nach mir, wir schaffen das, und habe das, wir schaffen das, gefunden und auch das gefunden. Wir schaffen das. Dieses erste, wir schaffen das, klingt ein bisschen zuversichtlicher. Und das ist jetzt schon während der Corona-Krise. Wir schaffen das. Ihr merkt das? Klingt nicht ganz so zuversichtlich. Ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, es ist schwierig. Ja. Ja, aber wie gesagt, Wissen ist wichtig. Also wir lesen ja alle, wir lernen sie ja quasi auswendig, die neuen Zahlen vom RKI. Heute haben wir knapp 24.000, die höchsten Zahlen, die wir bis jetzt in Deutschland überhaupt hatten. Aber man kann ja nicht alles wissen. Man muss sich sozusagen auch der internationalen Fachliteratur ergeben. Und darum kommen wir jetzt. Oder hast du noch einen lustigen Kommentar? Ja, einfach klasse, ihr Jungen, steht hier. Das ist schön. Wir hatten das geschrieben, meine Mama. Nein, das hat geschrieben, Mo, Leerzeichen, nie. Steht ja Mo, Leerzeichen, nie. Vermutlich, genau. Die Frau heißt Monika, oder ist es ein Mann? Keine Ahnung, ja. Der Moritz Nienhaus wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Darum möchte ich jetzt, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Faktenlese, zur internationalen Presseschau. Ui. Sie merken auch, dieser Applaus kommt vom Band, denn wir haben natürlich keine Zuschauer hier drin. Dürfen wir ja nicht. Nee, aber das Schöne ist, dieser schöne Zwischen. Ich habe was vorbereitet heute, extra für unseren tollen Musiker. Der Olli. Ist das nicht toll? Und auch wichtig ist. Oliver Vogt produziert ihre CD. Ja. Musik auch, meine Damen und Herren, wenn Sie eine CD zu produzieren haben, gehen Sie zu Oliver Vogt. Der macht das ganz toll. Hier. Genau. Habt ihr das jetzt, vorher gerade abgesprochen? Nein, das war überhaupt nicht. Olli weiß davon nicht. Das ist einfach, das sind Interna. So, Freunde, das ist einfach dieser tief empfundene Respekt. Ja, natürlich. Den du Olli gegenüber. Ja. Was mir gegenüber? Ja. Olli, ich liebe dich. Danke, Tobi. So, Presseschau, Freunde. Presseschau. Was hast du denn, Bruder? Du recherchierst doch immer. Was heißt, es wurde mir erfolgreich zugearbeitet. Folgendes: Schweinshaxe soll zu Corona geführt haben. Wie jetzt Schweinshaxe? Schweinshaxe. Aber Entschuldigung, Corona ist doch in China entstanden, oder nicht? Naja, aber die chinesische Regierung sagt einfach, die Schweinshaxe aus Deutschland, importiert nach China, hat sozusagen Corona. So, da klebt aber sozusagen. Aber ich denke, ein Chinese hat von der Fledermaus abgebissen. Und ja, aber die Chinesen werden sich sagen, nein, die Deutschen sind schuld. Die Deutschen sind schuld, da klebte draußen an diesem tiefgefrorenen, an dieser Schweinshaxe das Coronavirus. Ach. Und ein Tiefkühlmitarbeiter in China hat sich sozusagen per Schmierinfektion an dieser Verpackung infiziert. Ach, war das dann noch tiefgefroren oder hat er versucht, in die Plastik reinzubeißen? Er hat es einfach angefasst und hat sich dann ins Gesicht gefasst. Ah. So, und jetzt ist natürlich. Also, ich würde mir ja nie ins Gesicht fassen. Nee, natürlich nicht. Und gar nicht als Bartträger. Aber das Spannende ist ja, aufgrund dieser Geschichte, aufgrund dieser Theorie möchte ich auch, dass China komplett auf die Impfampullen verzichtet. Auf so? Auf alle Impf. Wie sagt man Impf? Ja, Ampullen kann man sagen. Genau. Oder ja, diese kleinen Fläschchen, genau. Da, wo die Impfstoffe. Weil, bei 70 Grad minus übrigens gelagert werden müssen, habe ich jetzt gelesen. Genau, das passt ja zum Kühlhaus wieder, ja? Ja, genau. Weil nämlich der Impfstoff wird jetzt nach China geschickt, und zwar.
Mit dem Sauerkraut. So. Weil das ja schön zur Schweinshaxe passt, Olli. Jetzt sag doch auch mal was, oder, Olli? Wir kommen zum nächsten Thema, meine Damen und Herren. Das ist auch spannend. Kriegst du es hin? Oder? Ja. Was? Falls ich übrigens frage, was mein Bruder da macht, das ist ein sogenannter Laptop und er hat das alles auf seinem Laptop. Das heißt, diese ganze Sendung wird quasi, was diese schönen Einspieler dort hinten, wird von meinem Bruder an diesem Laptop gesteuert. Am Mittwoch ging es gut, heute ist Freitag, ich bin gespannt. Oh, ihr wurde gefragt von Ingolf Dreher, wo ist denn eigentlich der Fest im Money? Der kommt noch, meine Freunde, der kommt noch. Ach. Ja, ja. Ach. Es wird nach Money gerufen. Ja, genau, genau. Die kommen alle noch, ja. Die Schlümpfe. Ach ja, die Schlümpfe wegen, Olli, genau. Pass auf, Freunde, jetzt kommt's zum nächsten Thema. Und das ist wirklich, ich will mal sagen, mehr so ein Anwendungstipp auch. Wie? Weil in Zeiten von Corona, in Zeiten von Quarantäne ist es ja auch schwierig, Redaktionsmeetings, Firmenmeetings und so weiter abzuhalten. Und da gibt's das wird ja doch immer über so Internet, also Zoom oder, genau. Oder was gibt's noch? Teams von Microsoft und ja. Sowas. Und da passierte einem amerikanischen Journalisten Folgendes. Masturbierte während der Zoom-Konferenz. Also falls Sie das schon mal gemacht haben, man muss es vielleicht kurz erklären, wenn Sie so ein Zoom-Meeting oder über Teams oder so, da haben Sie immer so ein Bildschirm und da sind ganz viele Leute, sind Ihnen da so zugeschaltet und da kann man sich einschalten oder ausschalten. Wenn man Mikro und Ton macht man aus oder an, dann ist man dabei oder nicht. Wir machen das übrigens auch, ich möchte an der Stelle nochmal die Kultur schaffen in der Stadt Magdeburg. Genau. Wir seit Corona treffen wir uns immer auch in so einem Zoom-Meeting und diskutieren die Lage, wo kann man Fördermittel und was macht ihr und so weiter. Also das machen wir auch, ja. Genau. Und dieser Typ hat halt vergessen, die Kamera und das Mikrofon auszuschalten. Ich meine, jetzt machen wir es mal. Moment, der war in einem Zoom-Meeting. Ja. Ich will das böse Wort, was da jetzt steht, nicht sagen, masturbieren. Ja. Und hat während des Zoom-Meetings hat er gedacht, er hat die Kamera und das Mikrofon ausgemacht. Genau. Große Redaktionssitzung. Und jetzt versuche ich mir das vorzustellen, wie das war. Ein Typ, der hochbezahlter Journalist, ja, beim New Yorker, ja, der wirklich auch über den O.J. Simpson-Prozess berichtet hat, alles, ja. Und der nächste ist, okay, jetzt machen wir Redaktionssitzung, Trump-Wahl, wir sprechen das jetzt durch. Und dann setzt er sich dahin, sagt zu den Kindern, Leute, geht mal raus, ich habe jetzt hier ein ganz wichtiges Meeting. Alter, mach doch die Kamera und den Bildschirm aus. Das wollte er ja wahrscheinlich, hat es vergessen. Olli, Masturbation ist dir bekannt, ne? Du weißt, was das ist, ne? Also Sebastian, das ist Liebe an und für sich. Hat er das nicht toll? Hat er schön das gesagt, toll? Das hat er schön gesagt. Also passen Sie bitte auf, wenn Sie Ihren Zoom-Meeting in Zukunft haben. Ja. Also lassen Sie Kamera an. Aber wenn ich das nochmal ganz kurz, also wenn ich ein Geschäftsmeeting habe oder wenn wir also Zoom-Meeting haben, habe ich ja wie gesagt mit den ganzen Kulturschaffenden in der Stadt Magdeburg, also Zwickmühle-Fessung und Theater an der Angel und so weiter, wir machen das ja auch. Ja. Und das sind meistens hochkontroverse Dinge, die wir da diskutieren. Genau. Da habe ich ganz viele Bedürfnisse, aber das bestimmt nicht. Zumindest ist es so, dass halt in den Meetings, wo ich beiwohnen durfte, dass da halt viele auch die Kamera ausgeschaltet haben. Und da werde ich jetzt skeptisch. Aber es war während eines Zoom-Meetings, ja? Genau. Und da ist mir sofort eingefallen, so, tausend und eine Nacht. Also, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht. Und es hat Zoom gemacht. Eine Frage habe ich noch an der Stelle. Oh dieses Gott. Foto, ja? Hier nochmal ein bisschen größer. Ja. Was denken Sie, ist es vorher oder ist es nachher? Gut, meine Damen und Herren. Sehr schön. Diese Art von Gags, die sind immer schön hoch angesehen. Kurz, das ist der Hast du einen Kommentar? Deine Schwiegermutter schreibt, die Farbe des Schlipses steht hier. Ich wusste schon, dass da so eine Krawatte auch ein Phallus zeigt. Also gut. Ja, ich sitze aber hier hinterm Tisch. Also wird ja auch immer, Angela Merkel wird ja immer vorgeworfen, dass sie immer drei Knöpfe hat. Ne? Ja. Drei Knöpfe, immer drei Knöpfe. Ja. Ne? Ja, genau. Immer drei Knöpfe. Es sei denn, sie steht hinter. Sie hat ja auch manchmal vier Knöpfe gehabt. Ne? Ja, stand sie hinterm Pult, waren es trotzdem wieder drei. Ja, das ist so ähnlich wie mit. Also, genau. Ich habe den Fall. Warte, aber muss das ja hier alles. Wir schaffen das. So. Ist schön. Schön. So, Freunde. Aha, und jetzt fragt Falco Müller aus Walitz, meine Damen und Herren, woher weiß ich, dass der in Walitz wohnt, hat dieser Masturbationskollege die gleiche Krawatte wie Sebastian? Diese Frage kann nur mein Bruder beantworten. So, Freunde. Können wir das Thema jetzt bitte mal lassen? Ja, wir kommen fallen 15 Sauereien ein, die ich hier beschreibe. Wir kommen zum nächsten Presseschau-Thema, meine Damen und Herren. Ist das wieder was so Versautes? Nein. Das ist was ganz Festliches. Denn Bundeswehr wird 65, Heiko Maas gratuliert leider der falschen Armee. Da muss man doch erstmal drauf kommen, oder? Das ist, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es so, dass Heiko Maas irgendwie, weiß nicht, ob Sie Heiko Maas kennen, das ist ein sehr schöner Mensch. Ist mit Natalie Wörner zusammen, einer sehr schönen Schauspielerin, ist durch irgendeinen blöden Zufall Bundesaußenminister geworden.
Und der hat ein Foto gepostet, ja, wo er nicht, also wo er im Prinzip der belgischen, also wo der belgischen... Er hat, pass auf, er wollte einfach, die Bundeswehr ist 65 geworden und Heiko Maas sagte, zwischen irgendwelchen Terminen im Flugzeug, irgendwas, Kaffee vollgesagt, scheiße, Bundeswehr hat Geburtstag, habe ich irgendwo ein Foto wohl mit der Armee? Ja, hier, guck mal, hier ist alles, das sind Soldaten. Zack, baff, gepostet, herzlichen Glückwunsch. Dummerweise war das, das waren das die belgischen UN-Truppen. Und da hat ein FDP-Politiker, ich wusste gar nicht, dass die FDP, dass die Humor haben, weil die posteten... Die posteten dann unter dieses Bild, wieso gratuliert ja der belgische Außenminister unserer Bundeswehr. Das ist auch schön, oder? Ja, aber also, ich will das, also zu sagen, dass die FDP keinen Humor hat, finde ich ja nur hart. Ja? Wieso? Wenn ich die letzten drei Vorsitzenden angucke, Christian Lindner, Philipp Rösler, Guido Westerwelle, also bei aller Liebe, das kannst du ja nur mit Humor ertragen. Warte. Was denn jetzt? Ich liebe das. Ja. Oh Gott. Übrigens, der Kaffee, der Kaffee aus dieser Tasse schmeckt extrem lecker. Ich habe hier Rewe-Kaffee. Guck mal hier. Ja? Nee, ich habe noch was vergessen. Das ist Mediamarkt, du Knalltüte. Habe ich Rewe gesagt? Ach so, nee, die Rewe-Tasse, die kommt nächste Sendung. Ja. Nächste Sendung Rewe-Tasse. Warum haben wir hier Tassen? Naja, das Problem ist ja, wie gesagt, wir wollen ja hier mit notleidende Künstler unterstützen. Das stimmt. Und das geht ohne Sponsoren, geht das nicht. Ja. Wobei wir, wie gesagt, jetzt auch nicht unbedingt hier ständig die Sponsoren in den Vordergrund rücken wollen. Das macht man ja auch nicht. Aber Bruder, wenn du dringend eine Wohnung suchst, wo würdest du dir denn eine Wohnung, also bei welchem Vermieter? Natürlich bei der Wobau, weil die Wobau die schönsten Wohnungen hat, neben der MWG. Wenn die Wobau komplett vermietet ist, dann gehe ich zur MWG. Ja, aber so eine Wohnung muss ja auch eingerichtet werden. Das stimmt, wo mache ich das? Da gehe ich zu, was eingerichtet werden? Naja, also elektronisch eingerichtet werden. Ach so, elektronisch, weil ich wollte gerade sagen Ikea, aber Ikea ist ja noch nicht unser Sponsor. Ja. Noch nicht, das war jetzt ein Wink an die Geschäftsleitung. Mediamarkt kann man sich so einen schönen Fernseher kaufen, um eine tolle Sendung zu gucken, oder, Olli? Und das ist alles eine spannende Sache. Und ich habe ja auch Hunger, wenn ich da sitze und Namen gucke. Ja, dann muss man ja irgendwo Lebensmittel kaufen. Und das mache ich dann im Mediamarkt. Bei Rewe. Bei Rewe Volker Brandt, das muss man einfach sagen. Genau. Ja? Und ich mache jetzt nicht den Gag, dass Volker Brandt der Synchronsprecher von Michael Douglas ist. Das hatten wir ja schon. Genau. Und das Geld dafür, wo legt man sich das Geld, auf welches Konto legt man sich das Geld? Stadtsparkasse Magdeburg, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie wir jetzt zufällig gerade auf diese Unternehmen kommen, aber bei unseren schönen Einblendern werden Sie ja immer auch sehen. Bumper heißt das übrigens. Bumper. Sehr gut. Ich habe übrigens noch eine Sache vergessen, die wollte ich ganz kurz nochmal zurückholen, weil ich das wirklich sehr spannend finde. Ach du Scheiße. Weil ich habe wirklich mich damit beschäftigt. Bruder, ich wollte das Thema jetzt eigentlich... Ich muss es kurz noch machen. Weil du hast dich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt. Ja, weil ich habe überlegt, ob ich diesen Vorgang auch mit meinem Synthesizer nachstellen kann. Und ich habe es geschafft, das möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen und dann machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Pass auf, jetzt... Ja, Zoom-Meeting und ich habe vergessen, die Kamera auszumachen. Oh my. Oh yeah. What the fuck is that? Ist das mit der Geschäftsleitung abgesprochen gewesen? Nein. So. Können wir das rausschneiden, Tino? Nein, wir sind live. Ach so, okay. So, übrigens, also wir sind hier übrigens, da muss man auch einfach nochmal sagen, Olli, hier, zeig mal, die Hand hier so, 1,50 Abstand zu meinem Bruder, 4,50 Abstand mindestens. Jetzt haben wir gerade das ist der berühmte Kreisel. Falls Sie zu einer Demo gehen, das ist der Kreisel. Wenn Sie so machen, haben Sie immer 1,50 Abstand, der berühmte Kreisel. Das ist ganz wichtig. Aber um nochmal zum Thema Bundeswehr und Presseschau. Wo ist die eigentliche Pointe in der Nachricht? Die Bundeswehr wird 65. Das heißt, die Bundeswehr geht spätestens in 2 Jahren in Rente. Ist das der Hammer? Es ist der Hammer, Bruder. Da passt sich quasi der Rentner seinem Gebiss an. Ja? Also wenn man jetzt um die Ausrüstung der Bundeswehr sozusagen, wenn man sich da mal drüber nachdenkt. Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe neulich gelesen, die Bundeswehr hat, glaube ich, noch einen, nee, das hat der Lars in unserer ersten Sendung erzählt, hat nur einen funktionsfähigen Hubschrauber. Der hat nur einen Nachteil, der fliegt nicht. Warum gibt's den dann? Ja, also das heißt, die Bundeswehr hat quasi einen funktionierenden Hubschrauber mehr. Ja. Als ich. Ja. Ist der Hammer, oder? Du bist ein potenzieller Feind. Ja, es ist der Wahnsinn. Vor allem mit der Krawatte. Ja. Nein. Was denn? Nein, Bruder, wozu ist die Bundeswehr da? Um den Feind so lange an der Grenze aufzuhalten, bis richtiges Militär kommt. Und mit diesen Worten, das war unsere Presseschau, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön. Stefanie Sander sagt, Buzzer Love Sensation. Hashtag Sensation. Okay. Also bei Hashtag Sensation ist mein Buzzer-Apparat hier zu sehen. Ja. Schön. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Ziel dieser Sendung, zum eigentlichen Thema dieser Sendung, nämlich
Künstler, meine Damen und Herren, die in diesen Zeiten nicht auf die Bühne live performen dürfen. Und wir haben ihn bekommen. Alter, eine Jugendliebe. Eine Jugendliebe, das muss man einfach sagen. Ja, ja. Wirklich, den wir begleitet haben, den wir so sagten, endlich hat es mal ein Magdeburger in die Charts geschafft. Ja. Das war 1998. 98? Ja. Ich dachte, jetzt kommt Tom Kaulitz. Gut, das ist auch für uns auch schwierig, weil normalerweise, wenn wir irgendwo sitzen, sitzen unten Leute, die lachen, aber da sitzt halt einfach keiner. Man denkt, man macht die ganze Zeit nur Scheiße. Ja. Aber wir machen wahrscheinlich Scheiße. Nein. Machen wir nicht. Wir machen jetzt was ganz Großartiges, denn wir haben ihn eingeladen und wir sind stolz, dass er hier ist mit seinem Gentleman's Club, meine sehr verehrten Damen und Herren, Stefan Michme. Heute haben wir Verträge und morgen sind wir frei. Dreimal Schnaps für alle und jeder trinkt für zwei. Darauf, dass alles besser wird, so gut wie es früher niemals war. Auf alles, was nichts kostet, auf die Freundschaft und die Liebe ein Hurra. Schön, dass wir alle hier sind, dann ist immer jemand da. Für einen neuen Anfang steht auf und singt Hurra. Und schön, dass wir alle hier sind, lass uns beieinander bleiben. Gemeinsam für den guten Scheiß die Fäuste in den Himmel halten. Auf gute Geister, auf die Liebe und die Freundschaft ein Hurra. Steh auf und halt die Fäuste in den Himmel und sing Hurra. Lass uns Kleines besser machen, damit Großes besser wird. Unsere Ängste überwinden, weil Angst beim Denken stört. Damit hier alles besser wird, so gut wie es früher niemals war. Auf alles, was nichts kostet, auf gute Geister und die Liebe ein Hurra. Schön, dass wir alle hier sind, denn ist immer jemand da. Für einen neuen Anfang steht auf und singt Hurra. Und schön, dass wir alle hier sind, lass uns beieinander bleiben. Gemeinsam für den guten Scheiß die Fäuste in den Himmel halten. Auf gute Geister, auf die Liebe und die Freundschaft ein Hurra. Steh auf und halt die Fäuste in den Himmel und sing Hurra. Ich sing Hurra, ich sing Hurra und fühl Hurra. Ich sing Hurra, ihr singt. Und 40 in der Sonne, es war immer egal, wer fragt. Denn es war klar, dass ich mitkomme auf den staubigen Platz. Mit schiefen Toren und Wasser aus der rostigen Tonne. Nur einmal berühren, mit dem Kopf C2. Eine Gleichung mit 3F. Wir hatten Ferien, wir waren Fußball. Und wir fühlten uns frei. Und Stau auf der Haut, im Herzen den Traum. Jeder ein Held. Für alle anderen war es nur Sudenburg. Und für uns war es die Welt. Die Zeit ist weggerannt.
Es ist das Gefühl, das bleibt. Am Anfang merkst du's nicht mal. Und plötzlich bist du alt. Wobei alt nur so ein Wort ist, das meist ein anderer sagt. Ha, die Zeit ist weggerannt. Es ist das Gefühl, es bleibt. Grad draußen und 6000 Watt im Raum. Es war immer egal, was wer sagt. Denn wir waren Jäger und wir jagten den Traum. Fühlten den Sound, lebten im Bussen und spielten mit Frauen. Nur einmal berühren oder küssen mit rein. Eine Gleichung nur für uns. Wir waren wild, lebten Musik. Und wir drehten auf drei. Und Glanz in den Augen, tief drin die Gier. Jeder ein Held. Ein paar Jungs aus einer kleinen Stadt klauen sich ein Stück von der Welt. Die Zeit ist weggerannt. Es ist das Gefühl, das bleibt. Am Anfang merkst du's nicht mal. Und plötzlich bist du alt. Wobei alt nur so ein Wort ist, das weiß ein anderer sagt. Ha, die Zeit ist weggerannt. Es ist das Gefühl, es bleibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden es gemerkt haben, es war jetzt nicht wirklich live. Wir mussten aufgrund der Abstandsregelung... Lügenpresse! Lügenpresse! ...mussten wir die großartige Darbietung von Stefan, von Carsten und von Martin... Also genau. Carsten war der Gitarrist, Martin war der Bassist. Martin. Ja. Verrückt, oder? Keiner weiß, dass der Martin ja, ist. Ja, der Brummi. Ja, Sie nennen ihn Brummi, ich nenne ihn Locke, aber gut. Mussten wir natürlich vorher aufzeichnen, weil wir uns hier nicht quasi zu, also dann zu sechs dann hier auf der Bühne mit 1,50 Abstand. Aber hier Kommentare wunderbar, einfach nur schön, hurra, fantastisch, geile Version, wow, hurra. Hat alles Stefan selber kommentiert? Die Sexgötter, oder? Ja, alles Kommentare von Stefan Michme. Endlich, da ist er. Ja, ja, toll, oder? Wir freuen uns sehr, dass er heute live zu Gast ist. Stefan Michme, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Gibt es den Gesang auch in schön? Ja, sehr schön. Das hat nicht Stefan kommentiert, das warst du, oder? Nein, schön. Also wirklich toll. Ich habe da jetzt gleich zur Überleitung, gleich um oben einen draufzuhauen, also positiv einen draufzuhauen. Bundeswehr 65. Ja. Guckt mal hier. Oh. Ist das der Hammer? Das ist ein UAS, oder? Ein UAS. Ein UAS, geiler Jeep, ja. Und wer ist da oben drauf? Ja. Icke. Wann war das? Das müsste 1990 oder 1991 gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Also du warst entweder so ein Zwischenpisser, oder? Ich war, ja, also es gibt ja Leute, die sagen, ich war niemals richtig bei der NVA, weil das halt nur ein paar Wochen waren. Aber ich habe halt bis zum, also vom Sommer 1990 bis zum 2. Oktober habe ich die NVA-Uniform getragen, habe noch eine Grundsatzbildung gemacht und am 3. Oktober sind wir morgens aufgestanden. Nachdem wir zuvor eine Woche gefühlt 7 Tage am Stück vermessen wurden. Und dann haben wir die Bundeswehrklamotten angezogen, dann wurden wir auch vereidigt und dann, ja. Und mit dem Auto hatte ich dann auch einen Unfall. Da kommen wir gleich zu, aber du sitzt jetzt quasi mit Bundeswehrklamotten auf dem NVA-Jeep. Auf dem Russen-Jeep, ja. Das heißt also, der Stefan Michme ist quasi mit diesem Bild das Symbol der deutschen Einheit. Du bist ganz schön doof. Aber sag mal, Stefan, 1990 bei der Armee, hat man dich wirklich mit 12 schon zur Armee eingezogen? Seit wann bist du...
Nee, in die Falle tapp ich nicht. Das kannst du vergessen, mein Freund. Ja. Nein, wir freuen uns wirklich, dass du da bist. Und man muss natürlich auch dazu sagen, du bist ja Morningshowman bei MDR Sachsen-Anhalt. Da fragen sich jetzt natürlich bestimmt die Leute, oh, du wirst doch von Frau Merkel persönlich bezahlt. Wieso bist du als notleidender Künstler hier in dieser Sendung? Das ist natürlich, man muss das einfach, Punkt 1 geht es natürlich um die beiden Mitmusiker, die bei dir da auf der Bühne stehen, die wir hiermit auch unterstützen. Kurz und knapp, Unsinn, alles was jetzt hier, ich habe ja den Anfang der Sendung mitbekommen, was hier gespendet wird, wie du salbungsvoll ja auch schon den Leuten das kann er unterbreitet hast. Also mich hat es überrascht. Das geht an Carsten und Brummi. Natürlich. Der Rest ist... Genau. Also muss natürlich trotzdem, auch dazu sagen, Moment. Boah, für dich ist ja wirklich ein Haufen Zeug weggebrochen. Ja. Ja. Also ich glaube, ungefähr ein Drittel deines Lebens, deines Einkommens bestreitest du für den MDR. Der Rest bist du genauso ein armes Schwein wie wir. Ne? Da kommen halt zum Beispiel Handball, genau. Sachen, die ich beim Handball verdiene und so Sachen, wo man halt moderiert und so weiter. Und das ist ja alles weg. Das muss man einfach an der Stelle nochmal sagen. Es soll nicht jammerig klingen, aber... Nee, man kann es mal einordnen. Hm. Aber ich will das jetzt auch nicht zu groß machen, weil halt jeder muss ja mit seinem Ding so klarkommen, außer gewisse... Funktionäre und wo es halt weiterläuft. Gibt ja Leute, wo es auch weiterläuft. Ja, das Problem ist einfach, denke ich so als auch als Kulturschaffender, dass Leute am Schreibtisch sitzen, die monatlich ihr Salär kriegen und die entscheiden über Menschen, die ihr selbst Geld selbst generieren müssen. So, das ist halt so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen der... Ich habe so ein Bild aufgebaut, so wie ihr und wir und ein Großteil der Menschen, mit denen ich so zusammen sind, die haben sich irgendwann entschieden, ihrer Passion zu folgen. Genau. Weil das, was ihr jetzt zum Beispiel macht, das ist ja nicht, weil ihr von irgendwem gehört habt, dass es viel Geld gibt, Komödiant bzw. Kabarettist zu sein in einer Gesellschaftsordnung wie der, in der wir leben. Mhm. Ich meine, mit eurer Vergangenheit, mit dem ganzen Clan, eure Großeltern, eurer Papa, euer großartiger Papa, der als Money nachher noch kommt. Mhm. Ich meine, die werden euch ja erzählt haben, Jungs, macht mal was Richtiges. Ja? Also das ist ja, man folgt ja einer Passion und man macht das, weil es raus muss. Das ist bei mir, bei meiner Musik so und es ist bei den meisten Leuten, die ich kenne, so. Und ich finde, das sind Menschen, die haben sich dafür entschieden, was Schönes zu machen. Die machen was Schönes. Also die versuchen einfach, Menschen gute Momente zu bescheren. Eine Sekunde lang oder ein bisschen länger oder sowas. Ja. Und ich finde, dass die Verhältnismäßigkeit zu einem Menschen, der sich entschieden hat, ein komisches Studium zu machen, in Hightech, all die Sachen, die ich nicht verstehe, weil ich halt viel zu emotional bin. Ja. irgendwie. Und der halt 3 Klicks macht, eine Firma auflöst, 37 Arbeitslose generiert oder von mir aus auch 37.000. Die Firma in 7 Teile verlegt, zerteilt irgendwie, Geld an diesem Ding verdient irgendwie, dass der dann halt plötzlich 2,5 Millionen verdient. Also was hat denn der Schönes geschaffen? Also weißt du, das ist das. Für sich sehr viel. Das Wobei Ding ich muss ist, das in unserer Gesellschaftsordnung funktioniert das so, dass der halt einfach, der hat halt den geilen Deal und wir haben einen scheiß Deal. Wobei, ich muss dazu sagen, Studium, man kann das ja wirklich auch studieren. Ich meine, Olli zum Beispiel, du warst in Weimar, ne? Du hast Musik studiert. Ja. Und da sitzt er. Ja, und bist jetzt trotzdem einfach nur ein armes Künstlerschwein. Ja. Du hast im Gegensatz zu mir dein Studium sogar abgeschlossen. Ich habe sogar abgeschlossen, ja, genau. Oder, also ich meine, Olli ist ja ein bewundernswerter Jazzmusiker auch, ja, muss man ja sagen. Und wie ist das mit dem Witz, wenn Jazzmusiker erzählen ihren Kumpels, dass sie eine neue Freundin haben, wie ist da die Frage von den Kumpels? Hat sie einen guten Job? Ja, ja, natürlich. Und das war früher lustig. Ja. Ich nenne dich gleich Stefan Raab, Alter. Ja, mach doch. Stefan Raab, der Schöne. Ja. Das Krasse ist ja, wir sind ja als Kulturschaffende nichts anderes als so ein Fliesenleger. Ich finde das Bild des Fliesenlegers sehr schön, weil der macht ja das Bad auch hübsch. Das ist ja auch seine Passion. So, ja? Wusstest also du, dass ich immer Fliesen gelegt habe? Ich will das Bad niemals sehen. Oder war es eine Küche? Nein, es war wahrscheinlich ein Keller. Es war auch Anfang so. Ich war gerade von der Armee zurück, studiert. Ja. In Schönebeck, also und die Fliesen in Schönebeck in irgendeinem und dann erst war ich der Typ, der nur die Fliesen immer hochgetragen hat, dann war irgendwer nicht da und dann haben sie gesagt, ach komm, wir ziehen das jetzt durch, noch mal. Und dann habe ich mir wirklich Mühe gegeben. So. Und dann war Mittagspause, alle anderen hatten ein ganzes Bad fertig, ich hatte ungefähr 7 Reihen. Genau. Und dann kam der Meister rein und sagte, das sieht ja aus wie Scheiße und ich, ja. Ich gehe zum MDR. Stimmt. Und dann war ich wieder der Typ, der die Fliesen hochgetragen hat. Ich habe ja ganz kurz, ich habe ja was Schönes vorbereitet, ja? Wenn ich kurz nochmal unterbreche. Angst? Ja, nee, gar nicht. Das ist einfach schön. Weil ich finde dieses Spiel so schön. Du beendest Sätze, die ich mir überlegt habe. Und, pass auf. Mit mir hat das auch nicht abgesprochen. Ich hab das nur mit mir abgesprochen. Mhm. Pass auf. Der SCN wird diese Saison kein Meister, weil... Das eine absolut unsinnige Saison ist. Okay.
MDR Sachsen-Anhalt ist der bessere Radiosender als Fritz, weil. Nee, warte. Entschuldigung. 85% der Musik liebe ich über alles, die da läuft. Bei Fritz war es nicht so. Okay, schön. Das Einzige, was meine Eltern mir nicht beibringen konnten, war Ordnung. Okay. Sehr schön. Ja, das fragt mal alle anderen. Der einzige Grund, warum ich die Skikes wiederbeleben würde, ist. Ach, da gibt es 1000 Gründe, das ist Quatsch. Das kann man nicht so vollenden. Doch, kann man. Nein. Mach nochmal. Der einzige Grund, warum ich die Skikes wiederbeleben würde, wäre. Nee, kann man nicht mit so beantworten. Das kann man nicht, weil ich habe Lust, das nochmal zu machen. Ein einziges Mal würde ich das gerne nochmal machen. Und von fünf verbliebenen Leuten sind 3 dabei und 2 haben auch Gründe, warum es nicht passieren soll. Und die respektiere ich einfach. Okay, Freunde, das war jetzt der Aufruf. Das live bei Namt Skikes Reunion kommt irgendwann, oder? Nee, das hat was mit Seelen zu tun und das hat was mit sehr intensiven Erlebnissen zu tun. Und wenn von 5 2 sagen, sie sehen das nicht so, dann macht man es einfach nicht. Okay, nächste Frage. Ich bin nicht eitel, weil. Ich bin eitel. Okay. Auf den Punkt. Ja, so ein Schwachsinn. So, letzte Frage. Ein Schwachsinnsatz. Also, ich weiß nicht, jetzt mal ganz ehrlich, kennt ihr irgendjemanden aus unserem Business, also die täglich oder zumindest oft auf der Bühne stehen, der nicht eitel ist? Ich verstehe diesen Quatsch nicht, warum Leute behaupten, sie wären nicht eitel. Ich meine, es gibt unterschiedliche Arten von Eitelkeit, glaube ich, da sind wir uns sicher irgendwie, aber so ein Unsinn. Unsinn. Also, auch wenn man es mir nicht ansieht, selbst ich bin eitel. Ja, das ist voll. Und das ist nicht nur, weil ich mir jeden Tag eine neue Krawatte hole. Das überrascht mich, mein Freund. So, letzte Frage. Pass auf jetzt. Das ist jetzt hart. Sport ist wichtiger als Kultur, weil. Das ist ein 50-50-Ding für mich, deshalb ist es nicht für mich zu verändern. Aber das ist eine krasse Situation, oder? Wieso? Na, die Stadien, Ach so, wenn du es politisch... Ich habe es jetzt persönlich gesehen. Ich habe es jetzt irgendwie persönlich irgendwie, um damit mein Leben irgendwie eingenordet ist, irgendwie funktioniert. Wie das funktioniert, wie halt gewisse Funktionäre bestimmte Wettbewerbe internationaler Dings irgendwie aufrechterhalten, damit sie in ihrem Büro sitzen. Ich frage mich sowieso, nehmen wir es doch mal beim Handball. Ja. Was ist denn die EHF? Also die EHF, das sind alte Funktionäre, die jetzt dafür sorgen, dass Handballvereine, die in ihren einzelnen Ligen, dafür sorgen, dass Hygienekonzepte eingehalten werden, und was relativ cool ist. Das ist in bestimmten Ländern unterschiedlich von der Qualität her. In Deutschland hat es fantastisch funktioniert. Fantastisch. Es gab, glaube ich, bis zu Beginn der Saison und vielleicht auch noch 2, 3 Spiele danach, bis zu Beginn der internationalen Spiele und Länderspielserie, gab es, glaube ich, keinen einzigen nachgewiesenen Infektionsfall unter Spielern und Zuschauern. Ja, und dann kommt die ERF und sagt, ja, wir müssen jetzt hier mal den ERF-Pokal machen. Und dann macht man das, was wir alle gerade eigentlich nicht machen sollen. Rumfahren, Menschen treffen, Flughäfen, Hotels, andere Mannschaften und sonst irgendwie was. Warum, wozu? Wer kriegt da Geld für wen? Ich verstehe das nicht. Und was das Schlimmste ist, bis jetzt ging es ja halbwegs gut, weil alle Sportler, von denen ich bis jetzt gehört habe, hatten so halbwegs, in Anführungsstrichen, entspannte Krankheitssymptome. Ja? Was ist denn, wenn ein Spieler aufgrund eines Nationalmannschaftslehrgangs oder eines europäischen Wettbewerbs irgendwie, wenn es den dahin rafft, was ist denn dann? Welcher Verantwortliche sagt dann, ja. Das ist das Problem. Ich habe mich da viel unterhalten, auch mit Leuten und so. Und, du unterhältst dich mit Leuten? Ja, das ist mir völlig fremd. Sowas. Im Gegensatz zu dir habe ich auch Kontakte zu anderen Menschen. Das Krasse ist einfach, dass viele, wenn die aus Generationen meiner Eltern oder so, wenn die halt im Krankenhaus liegen, dann darf man die nicht besuchen wegen Corona. Man darf nicht mal einen Test machen, um zu sagen, ich bin negativ, darf da rein oder so. Und dann spielt aber der FCM. Das ist so, das funktioniert irgendwie nicht. Das meinte ich damit eigentlich. Das so. Und dann müssen wir unseren Laden zumachen, ja, und FCM spielt, und das ist so. Ich kann verstehen, dass man versucht, Vereine am Leben zu erhalten, innerhalb der nationalen Ligen, weil Sport kommt ja aus
aus einer Gemeinschaft, also in der Historie ist es ja so, Menschen haben sich irgendwann zusammengefunden, haben Sport miteinander getrieben. Dann wurde dieses Vereinswesen, dazu gehört ja Geselligkeit und sonst irgendwas. Genau. Wo auch Kulturschaffende hin und wieder eingeladen werden, um zum Beispiel für Kurzweil zu sorgen und so weiter. Und deshalb finde ich das gut. Warum versucht man nicht, diesen Mindeststandard, also diese Mindestebene aufrechtzuerhalten, über diese Pandemie zu hieven, um dann wieder international und was weiß ich, vernetzungsmäßig unterwegs zu sein. Aber nein, weil halt viel Geld verdient wird. Das ist das halt einfach so. Und das ist halt jetzt, wir wollten ja lustig bleiben. Harte Themen. Warte, Themenwechsel. So. Nein, das ist ja wirklich interessant. Aber bei mich beschäftigt eigentlich nur eine Frage. Du bist ja relativ cooler Typ, du bist Musiker. Du relativ cooler Typ. Relativ cooler Typ, ja. Das ist das Charmanteste, was sie jemals... Da ich überhaupt nicht cool bin, habe ich ja keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet, cool zu sein. Insofern wird es noch besser, das Aber Kompliment. Wie schlimm ist es? Ich meine, du bist ja nun wirklich bei MDR Sachsen-Anhalt, der ja wirklich, ich glaube, die aktuellen Hörerzahlen, seid ihr Nummer 1 oder... Ja, also in dem Dreh. Also schon ich glaube, dass wir Marktführer sind, ja. Genau. Du sendest jeden Morgen ab 6, ne? Das ab ist der Hammer. Ab 5 sogar. Ja. Ich kenne Radiosender, da wird von 5 bis 6 vorproduziert, aber du bist wirklich live. Alter, ich kann es bezeugen, ich saß mit drinnen. Ich stehe um 3 auf und bin ab 5 ab 4 im Sender. Alter, du bist Rock'n'Roller. Ich finde, das ist Rock'n'Roll. Also echt um 5 da im Studio stehen und schon gute Laune haben und... Meine Philosophie von Radio machen ist Rock'n'Roll. Ich gehe da hin und möchte gute Stimmung verbreiten und zwar eine angemessene gute Stimmung. Wenn es ein Tag ist, wo es grau ist, dann sage ich, dass es grau ist und sage dann vielleicht die eine oder andere Variante, die mir persönlich einfällt, um da durchzukommen. Ja? Aber ich meine, gerade so als Rock'n'Roller, also du gehst schon vorher noch ins Bett. Also du ziehst nicht durch und legst dich danach ins Bett. Ich verrate jetzt ein Geheimnis. Also früher, als ich das noch gemacht habe, als ich noch in Berlin gelebt habe und auch für Fritz gearbeitet habe und so weiter, da gab es Tage, da habe ich nicht viel geschlafen. Seit ich 40 bin, gehe ich abends... versuche ich das so hinzukriegen, dass ich um 20 Uhr ins Bett gehe, wenn ich Sendung 20 habe. Uhr? Ja. Wahnsinn. Ja. Das ist, na klar, ist das mit sozialen Kontakten dann nicht mehr so leicht, aber das mache ich. Okay, also um Bela B. Mit dem neuen, das war, glaube ich, Bela auf Geräusch. Bela B. geht, glaube ich, mittlerweile ohne Morningshow 20 Uhr ins Bett. Ja. Aber er sagte ja auch, Punk ist Arschlecken alles und Rasur. Ist Punk. Ja, alles geil, ist Punk. Darf ich noch eine krasse Frage stellen? Was war dein geilster, weißt du, bist ein Promi, aber was war dein geilster Promi-Moment? Also bei welchem Promi hast du gesagt, boah, geil? Na, ich bin halt riesengroßer Depeche Mode-Fan und als ich auf dem Echo auf einer Aftershow-Party, es tut mir leid, Olli, dass du nicht mein geilster Promi war und dass du dich mit dem Hüftschnittchen ins Vordergrund spielen musst, aber... Es tut mir leid. Also, warte, ich fange mal an. Ja, genau. Ich habe alles erreicht, weil ich mit Olli zusammen auf der Show bin. Und, Nein, also ich mag halt Depeche Mode sehr gerne und dass ich die mal treffen durfte und auch mal mit einem Produzenten arbeiten durfte, viele Wochen, der eine der besten Depeche Mode-Platten aller Zeiten, Songs of Faith and Devotion, produziert hat, Steve Lein, das ist für mich schon ein geiler Moment. Wieso aber guckst du ihn an? Ich hab dir die Frage gestellt. Aber die lustigste Variante ist, weil ich möchte das gleich verteilen, außerdem habe ich den Eindruck, dass Sebastian zu wenig Liebe gekriegt hat in eurer Familie. Ey, ich habe ihn geliebt, mein ganzes Leben, ich liebe den immer noch. Guck mal, das gewinnt, das dein Lächeln, dein Siegerlächeln war gerade geil. Ich liebe meinen Bruder. Er hat auch seine guten Seiten. Und aber der lustigste, und den habe ich halt schon oft erzählt, aber das war halt diese Joe Cocker zu treffen. Hier. Ja, mit Cocker auf dem WC. Kommt vor, gerade kommentiert. Hat das gerade jemand geschrieben? Ja, und ja, das habe ich halt so oft erzählt und das war aber wirklich... Ich weiß, wer es kommentiert hat, nein. Aber das war halt wirklich auch eine wirklich... Ich meine, Joe Cocker ist nicht irgendwer... Erzähl's bitte nochmal, das Joe war wirklich Cocker eine tolle Sache. Joe Cocker ist ja ein Typ, der... Für alles steht, was. Also, das ist ein Rock'n'Roller. Ja. Joe Cocker ist ein Rock'n'Roller. Der könnte keine Morningshow ich machen. Ich bin eine Wurst aus Magdeburg. Und ich meine, der, was er alles überstanden hat und was diese. Stellt euch doch mal vor, zu der Zeit zu leben, als Rock'n'Roll erfunden wurde. Dieses. Auf Drogenerfahrung Musik zu machen und plötzlich vor Leuten zu stehen, seine Gliedmaßen nicht bewegen zu können und trotzdem flippen alle aus und was weiß ich nicht alles. Das ist, ich will das nicht verherrlichen, das aber das muss, doch bei ihm. Das muss ein verrücktes Gefühl gewesen sein. Ja. Und diese von der sexuellen Befreiung will ich gar nicht sprechen und so in den Zeiten. Jedenfalls Joe Cocker, der hat das alles so erlebt, wie wir es nur aus Geschichten kennen. So, und wir haben in Ingolstadt zusammen gespielt auf einem großen Festival, 40.000 Leute, Bryan Adams, Joe Cocker irgendwie und wir auch und Sabrina Setlur und echt zum Beispiel. Geil, ja. Und wir spielten und saßen da und diese Joe Cocker-Leute waren, die schon durch diesen Backstage-Bereich liefen, waren schon so cool. Der eine Musiker hatte zum Beispiel die ganze Zeit so Nadeln hier drin, so Akupunkturnadeln, um irgendwie Boogie Down zu sein, mit dem Universum synchronisiert oder so, keine Ahnung.
Und wir wollten das aber unbedingt sehen. Und dann haben wir gespielt. Wahrscheinlich Ischias oder so. Dann haben wir gespielt, dann waren wir zusammen im Backstage und dann fing Joe Cocker an. Also man sah die Leute, die gingen alle auf die Bühne, dann ging das Intro von Joe Cocker los. Unsere Leute sind alle los und wir durften, weil wir da gespielt haben, im Konzertkram stehen. Also richtig nah ran. Also ist ja nichts Geileres, als Musiker und einem Musiker zuzugucken, wenn er zum Beispiel, wenn man die Schweißperlen sieht, riechen. Und den Glanz. Und nee, das ist halt geil, wenn man den außer. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, wer deine größten Idole sind. So ging es mir mit dir in der Kammer. Ach, und dann geht unsere ganze Gang geht schon in den Konzertkram und ich musste nochmal. Ja. Und ich gehe aufs Klo, neben mir steht Joe Cocker. Das war kein Witz. Ich stehe auf so einem blöden Plastikklo hinter so einer Bühne. Seine Band spielt schon. Und ich stehe da. Und ich hab mein ja, genau. In der Hand, Penis, Hand, Penis, in der Hand. Penis, da ist er nämlich, Penis. Stehst, genau, Penis. Und dann stehst du da so. Und denkst dir, oh my fucking goodness, ich stehe mit Joe Cocker und wir haben beide unseren Penis in der Hand. Genau. Und ich guckte, er machte sowas wie, und ich guckte so rüber und hab's gedacht, oh Gott, Mr. Cocker, what a strange place for a meeting. Und hab noch gedacht, krass, ich mache englische Witze, verrückt. Und er sagt, girl, let's piss together. Und dann habe ich gedacht, krass, ich bin auf einer Boogie-Down-Humor-Linie mit Joe Cocker. Und als ich wieder rüber guckte, waren mein Penis und ich allein und Joe Cocker war auf der Bühne. Ja, aber ich weiß bis heute nicht, ob er sich die Hände gewaschen hat. Das ist sehr witzig. Aber du hast ja den Schniepel eingepackt, als er dann sozusagen im Kasten... Können wir jetzt mal bitte das lassen? Weiß ich nicht mehr. Ich komme wahrscheinlich auch noch Kinder zu, heute ist Freitag. Penis. So. Wir müssen morgen nicht zur Schule. Okay. Ja, aber hast du nicht mal ein ähnliches Erlebnis mit Achim Menzel, Bruder? Hei, hei, hei. Nee, Achim Menzel ist nicht so, ist der Joe Cocker des Ostens. Ja. Nein, Achim Menzel ist ein guter Typ, den ich auch treffen durfte. Da gibt es keine Witze. Wir hängen gerade wie Sau, aber die Achim Menzel Geschichte interessiert mich jetzt noch. Ich finde, wenn wir von Dingen in der Hand sprechen und du sagst hängen, schwierig. Pass auf. Ich heiße Hengstmann, aber gut. Achim Menzel, das war ein Rosarium in Sangerhausen. Schöner Platz, super, gute Leute. Super, und ich war ja mal Schlagzeuger im Sachsen-Anhalt-Orchester. Und das war zu den unerfolgreichen Zeiten. Ich habe da sehr viel gelernt. Den Witz hat er mir aufgeschrieben. Mhm. So, pass auf. Und da war Achim Menzel auch da und Achim Menzel musste los und so. Und dann waren wir mal im Garderobenbereich und wir hatten so eine große, rothaarige Frau bei uns im... Janett? Genau. Die kenn ich. Ja, genau. War ich zusammen auf der Schule mit der. Cool. Und das war folgende Situation. Menzel musste los, pochte an die Toilettentür. Alter, ich mach mal die Tür. Ich muss los, ich hab ne Mucke in Berlin. Komm, mach doch mal auf jetzt hier. Verdammte Scheiße. Ich muss los, verdammt, das ist mein Junge. Mach doch mal die scheiß Tür jetzt hier auf. Verdammt doch mal. Die Tür ging auf, Janett kam. Oh, oh. Und er konnte nicht mehr pullern. So, in dem Sinne, das glaube ich ist ein schönes Schlusswort für unsere Talkrunde. Die Sendung neigt sich dem Ende entgegen. Ist jetzt schon vorbei? Ja, Alter. Zeit wieder, ihr fragt noch schwere Sachen. Nein, Zeit vergeht wie im Flug, wenn man sich langweilt. Achim Menzel, Gott. Ja, es geht einfach darum, wir möchten an der Stelle unserem Gast Stefan Michme sehr herzlich danken, dass er heute da war. Und für alle, die am Mittwoch zugeschaut haben und die noch weiter zuschauen wollen, wissen, es geht in dieser Sendung natürlich nicht ohne die Stimme des Volkes. Und darum haben wir ihn wieder eingeladen, den Volksempfänger der Marke Hartz IV Manifest, die Stimme des Volkes. Nimmt. Nee, also so ein roter Sessel tut mich nicht gefallen. Roter Teppich wäre mich lieber. Aber es wurde ja vorhin hier bei dich auf den Laptop schon gefragt, wo ich bleiben tue. Eben, ja. Manni. Manni. Hier bin ich. Manni, Manifest und... Und ich muss Sie sagen, wir... feiern ja in dieses Jahr 30 Jahre deutsche Einheit und ich bin der, wo man, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, die friedliche Revolution beginnt, ihre eigenen Kinder zu fressen. Ja? Gut, bei mich ist nicht so viel da, aber Scheiße, ich habe hier einen Fleck. Ist ja auch ja, nee, ich bin jetzt seit 10 Jahren bin ich jetzt arbeitslos. Und das ist auch schon 120 Jahre her.
Und ich sage Sie ganz ehrlich, seitdem hat sich mein Tagesablauf kaum verändert. Ich stehe jeden Morgen auf, so um 11:30 und dann gehe ich beim Arbeitsamt. Hier, Walter Rotteder Straße. Hier dieses riesige rote Backsteingebäude. Früher war das Horch und Guck. Heute Sitz und Worte. Und neulich, das heißt doch auch nicht mehr Arbeitsamt. Wie heißt denn das jetzt? Agentur. Agentur für, ich danke dich. Gerne. Agentur, also die Beamten sind jetzt Agenten. Ja, und der persönliche Berater heißt jetzt Führungsoffizier. Und der trifft sich mit dich in eine konspirative Wohnung. Und deine Bewerbungsunterlagen tust du in toten Briefkasten stecken tun. Und da sagt doch mein persönlicher Berater neulich zu mich, ob ich mich nicht mal selber ein bisschen um Arbeit kümmern wollen täte. Ich in meinem Alter, ich werde 65, ja? Ich krieg doch keinen Job mehr. Wo denn, ja? Und ob ich keine Zeitung lesen tue. Und da habe ich gleich gesagt, pass auf, ich kann mich die Erfolgsstimme nicht leisten. Aber ich habe mit meinen Nachbarn so eine Art Zeitschriften-Sharing. Der schneidet mich immer was aus. Also daher kommt das Wort Sharing. Also und dann war ein Stellenangebot. Und das hat mich richtig juckig gemacht. Das stand, Sie sind nicht mehr ganz jung, undynamisch, aber erfolglos. Und dann stand da ganz fett und schwarz gedruckt, Ruf mich an! Was ich so gemacht? Habe ich mein Handy genommen und gewählt? 0900 und 6 mal 6. Und mit ihm eine Stimme ans andere Ende. Ich habe erst gedacht, ich habe mich verwählt. Hallo. Sie suchen Arbeit. Da sind Sie bei uns genau richtig. Sind Sie männlich, drücken Sie bitte die 1. Sind Sie weiblich, drücken Sie bitte die 2. Sind Sie beides, drücken Sie bitte die Raute-Taste. Und ja, noch 30 Sekunden? Nee, bin gleich durch. Jeweils hat die gefragt, ich hab gedrückt. Ihre Nummer noch die nächste. Die hat gefragt, ich hab gedrückt. 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 Ich sage Sie, 2 Monate Arbeitslosengeld sind vor das Gespräch drauf gegangen. Na, was soll's? Ich werde sehen, was mich die Zeit bringen tut, weil Magdeburg, meine Stadt, hat sich sowas von 30 Sekunden bloß noch. Das ist ja 20 Uhr. Ist ja auch egal. Ich sage Sie ganz einfach. Leute, bleibt in Magdeburg. Haltet durch. Wir schaffen... warte, da muss ich so machen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Danke. 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 Also Leute, ich wünsche Sie alles Gute, trotz dieser ganzen Scheiße. Panda Academie. Wir schaffen das. Und dann sage ich jetzt zum Schluss, wie viele Sekunden habe ich noch? Minus 20. Ach so. Nimmt. Und das war's von heute wieder. Manni, kannst du hinsetzen? Das war's von heute wieder für mit und danke, Nürnberg. Das war die zweite Sendung. Gast heute Stefan Michme am Piano, Olli Vogt und Manifest, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind am Montag um 20 Uhr wieder live für Sie hier auf WSM. Wir sind Magdeburg, Gast Marie Matthäus. Wir freuen uns sehr. Ich hoffe, dass Sie dann auch wieder einschalten. Wie gesagt, wenn Sie spenden möchten, kompakt.media/Nürnberg. Spenden Sie bitte reichlich. In der nächsten Sendung werden wir die 2,50 Euro dann auch bekannt geben. Ich habe Ihnen auch meine Kontonummer. Genau. Und wir möchten uns wie immer von Ihnen verabschieden mit einem fulminanten, mit einem großartigen, mit einem tief empfundenen Nerd.